41 Call, okay. Deswegen würde ich sagen, wir können jetzt direkt loslegen. Leute, drop mal einmal some diamonds in the chat für den heutigen Team Call. Drop einmal some diamonds in the chat, wenn du heute dankbar bist, dass du hier auf diesem Call sein darfst, dass du diesen Mehrwert mitnehmen kannst. Drop mal some diamonds in the chat, wenn du diesen Momentum spüren kannst, wenn du weißt, dass dieses Jahr dein Jahr wird. Drop some diamonds in the chat für dich selber, dass du das Ganze bis jetzt hier durchgezogen hast. Leute, ich sage euch, wie es ist. Wir haben heute geisteskranke Speaker. Wir haben einen behinderten Special Guest. Ich freue mich übertrieben. Ich hoffe, ihr seid auch so gehypt, so wie ich. Deswegen würde ich direkt sagen, wir können direkt starten. Wir sind 45 Leute hier drauf. Deswegen würde ich sagen, direkt, let's go. Wir starten mit einer Power Lady. Okay? Und das ist einer der größten Power Ladies, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Das ist komplett crazy. Ich hatte mit dir davor noch nicht viel zu tun. Gar nicht viel. Wir kannten uns, glaube ich, nur vom Sehen und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die ich jetzt sehr, sehr bereue, weil ich wünschte, dass ich mich früher mit dieser Person connected hätte. Weil Leslie, das ist die speaken wird, ist eine Person, die Leute besser hinterlässt, als sie aufgefunden hat. Leslie ist eine Person, die das Business wirklich mit Herz aufbaut. Ich schwör's euch, Leute, das ist eine Person, die ist so nett. Ich habe noch nie so eine Person kennengelernt. Die baut das Business wirklich mit Herz auf. Und das ist das, was ich wirklich schätzen kann. Und das ist auch eine Person, die vorausgeht. Sie ist immer für ihr Team da, sie ist immer für ihre Leute da. Leute sind jeden Tag bei ihr zu Hause und baut das ganze Business wirklich in Mannheim auf. Deswegen, ey Leslie, ich danke dir, dass du hier auf diesen Call speaking wirst. Ich freue mich auf diesen Part. Du kannst dich jetzt entstummen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Hallo, hört ihr mich? Drop mal eine 1, wenn ihr mich alle hören könnt. Okay, perfekt. Danke fürs liebe Edifine. Ey, ich bin so excited, hier speaken zu dürfen. Das ist für mich wirklich eine Ehre. Ich möchte erstmal, bevor ich das Ganze überhaupt starte, mit meiner Dankbarkeit natürlich aussprechen. Ich bin dankbar dafür, hier drauf sprechen zu dürfen, wie gesagt, und dass es mir heute gut geht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass es meiner Familie gut geht, dass es euch allen gut geht, dass ihr euch die Zeit hier um 20 Uhr genommen habt. Und bin einfach dankbar für alles, denn nicht alles im was man hier auf der Welt hat, ist nicht selbstverständlich. Ich stelle mich mal ganz kurz vor für die einen oder anderen, die mich nicht kennen. Ich bin die Leslie, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Heidelberg, mache derzeit eine Ausbildung zur Speditionskauffrau und bin in 5 Monaten fertig, Gott sei Dank, weil ich habe echt keine Lust mehr. Deswegen ja, bin ich auch mega excited, immer für mein Business immer 1:1, immer 24/7 da zu sein. Und ich möchte euch einfach einer von meinen Gründen nennen, warum ich das Ganze überhaupt gestartet habe. Und nämlich, ihr kennt ja das selber, Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit jemandem darüber gesprochen habt oder irgendwie Präsi gehabt habt, irgendwie mit jemandem, der gemeint hatte, von wegen, dass er keine Zeit hat fürs Business oder keine Zeit hat, überhaupt für eine Stunde sich Zeit dafür zu nehmen. Es ist irgendwie oft so, ich höre das als wirklich, das ist einer der Hauptfaktoren, warum die meisten nicht damit starten, weil sie immer sagen, ja, ich habe keine Zeit oder was weiß ich was. Leute, merkt euch eins, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Mm. Versteht das mal? Viele Menschen nutzen diese Zeit einfach nicht richtig für sich aus. Manche gehen shoppen für, keine Ahnung, 500 Euro und nutzen ihre Zeit für unnötige Sachen wie Netflix oder YouTube mit richtig Schrottdingen oder Serien, die man einfach nicht im Leben braucht. So nutzt doch einfach eure Zeit für was Wichtiges im Leben. So, was bringt es euch? Die Zeit vergeht einfach nicht schneller als früher. Und das Ding ist, viele sagen auch immer, ja, das Jahr ist so schnell vergangen und alles dies und das, aber ihr müsst es euch so vorstellen, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, sondern wir laufen einfach alle an ihr vorbei. Das heißt, Leute, haltet doch einfach mal den Zeitpunkt, den ihr jetzt habt, fest. Haltet doch einfach den Zeitpunkt, den ihr jetzt habt, einfach fest. Genießt es. Genießt jeden Augenblick, genießt jeden Moment, weil das Leben ist einfach viel zu kurz. Das habe ich einfach wirklich für mich auch gelernt. Und einer meiner anderen Faktoren, warum ich das Ganze überhaupt mache, ist natürlich auch Freiheit. Ihr kennt es ja selber. Viele sagen so, ja, ich möchte Freiheit haben. Aber was macht ihr denn für eure Freiheit? Nichts. Was macht ihr für eure Freiheit? Nichts. Und warum? Weil ihr einfach keinen Bock habt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was überhaupt mit euch in eurem Kopf überhaupt vorgeht. So, versteht ihr? Aber egal. Das ist auch wieder eine andere Sache. Das Ding ist, ihr müsst euch das so vorstellen, der Mensch ist frei geboren. Und überall liegt er in Ketten.
Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Ihr selber habt eigentlich die Freiheit, aber ihr legt euch selber in Ketten, weil ihr denkt, dass ihr keine Freiheiten habt im Leben. Ihr könnt euch die Freiheiten einfach selber aussuchen. Wir haben einfach wirklich so viele Möglichkeiten hier mit dem ganzen Business, dass ihr eure Freiheiten überhaupt im Leben kriegt. Warum nutzt ihr diese Tools nicht aus? Warum? Verstehe ich nicht. Ihr zahlt doch für das Ganze. Dann nutzt es doch einfach aus. Ihr möchtet frei sein, ihr möchtet zeitlich unbegrenzt sein, dann macht doch was dafür. Worauf wartet ihr? Denkt ihr etwa von heute auf morgen passiert was? Nein? Nein. Das ist es. Das ist das. Das ist das Problem. Du willst erfolgreich werden? Go for it. Du willst unabhängig sein? Go for it. Wer hält dich davon ab? Deine Freunde, die Lidl krasse arbeiten und nichts machen? Sorry, verstehe ich einfach nicht. Und die Frage ist einfach, wer bist du? Wer bist du in diesem Call? Was möchtest du mit diesem Business hier erreichen? Was möchtest du machen? Ich habe das selber jetzt für mich selber einfach erkannt, dass ich mehr bin als dieses 9-to-5-Job. Okay? Deswegen, hinterfragt euch doch einfach, warum funktioniert IM? Es gibt viele Menschen, die quitten, die keine Ahnung was, aber Leute, die Frage ist, funktioniert IM für die oder funktionieren die für IM? Versteht ihr, was ich meine? Funktionierst du für IM oder funktioniert IM für dich? Vielleicht bist du einfach nicht die richtige Person dafür gewesen. Wer weiß? Simple. Simple as that. Und ich sage euch einfach was. Ich hatte auch meine dunkle Zeit, beziehungsweise ich glaube, das kennt auch der ein oder andere hier, der gerade auf dem Call ist, dass es natürlich manchmal nicht gut läuft, dass das Business nicht gut läuft, dass die Schule nicht gut läuft, dass die Arbeit nicht gut läuft. Und ich hatte auch eine Zeit gehabt, wo es nicht alles super lief und wo ich wirklich manchmal im Dunkeln war und traurig war und wirklich nicht mehr weiter wusste. Aber Leute, ich sage euch eins, keiner ist weise, der nicht die Dunkelheit kennt. Wirklich kein Mensch. Du musst durch diese Dunkelheit gehen, damit du weißt überhaupt, okay, das ist das Licht. Es gibt Licht, es gibt Hoffnung in dieser Dunkelheit. Okay? Und ich weiß, weil ich kenne die Dunkelheit und ich weiß, ich werde durch alle Hoch und Tiefs es schaffen, weil ich, okay, jetzt kommt's. I'm an ordinary woman who chooses every day to make one more ordinary decision. Und das war's von mir. Zurück zum Studio. Ich danke euch und let's go, Leute. Boah, Leute, oh mein Gott. Boah, ey, echt kranker Part, ehrlich. Hab ich nicht erwartet, oh mein Gott. Ey, drop some diamonds in the chat. Sie hat heftige Sachen angesprochen. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Sie meinte, go for it. Du hast alles, was du brauchst, um hier wirklich voranzukommen. Aber die Sache ist, du musst es jetzt umsetzen. Denn das Leben ist viel zu kurz für irgendwann. Mach es jetzt. Setz die Dinge wirklich um. Boah, Leslie, danke dir für diesen heftigen Part. Appreciate that. Heftig. Aber Leute, es ist noch nicht vorbei, okay? Wie ihr sehen könnt, ist die nächste Power Lady hier am Start, die jetzt zum ersten Mal speaken wird. Ich sage euch, wie ist es, Leute, ich bin extrem dankbar, diese Person kennengelernt zu haben und extrem dankbar, dass sie das ganze Business hier gestartet hat. Ihr müsst euch vorstellen, Tracy hat diese Information schon vor einem Jahr bekommen, aber damals war sie noch nicht bereit. Sie war damals noch nicht bereit für diese Blessing, die sie jetzt bekommen hat. Aber jetzt hat sie das Ganze vor 2 Monaten gestartet, hat so schnell, wie es geht, ihr P150 geschafft, ist kurz vor ihren P6 und hat eine Persönlichkeitsentwicklung des Grauens gemacht. Wirklich, wirklich des Grauens. Sie ist in einer Familie, ihr Bruder ist hier auch am Start. Ich glaube, Junior kann mich hören, ihre Schwester ist auch. Leute, das sind alles Hustlers. Wirklich alles Hustlers. Deswegen weiß ich ganz genau, der P150 war sowieso nur der erste Anfang. Und ich weiß ganz genau, dass Tracy hier in diesem Business übertrieben weit kommen wird. Weil sie hat eine fette, fette Vision und sie wird nicht schlafen, bis sie diese Vision wirklich erreicht hat. Deswegen, ey Tracy, ich bin stolz auf dich. Congrats nochmal zu deinem P150. Wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Deswegen drop some nuggets, okay? Drop some value for the fan. Let's get it. Erstmal danke schön für dieses liebe Edifine. So, eigentlich wäre jetzt eigentlich gerade rot, aber man sieht es nicht so. Okay, auf den, ich stelle mich mal ganz kurz erstmal vor, damit ihr Bescheid wisst, wer ich bin und so. Also ich heiße Tracy, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Ghana.
wohne in einer Stadt, ich sage euch so, diese Stadt ist eigentlich tot, aber deswegen bin ich auch hier, um diese Stadt wieder zu beleben, ich sage euch so, ja. Und ich sage euch mal so, wie das Ganze für mich so angefangen hat, ja. Also, wie er es schon gesagt hat, ja, es gibt im Leben so zwei Kategorien, ja. Entweder du gehörst zu den Machern oder du gehörst zu der Zuschauer, zur Zuschauerkategorie. Und ich sage euch ehrlich, ich war wirklich eine Zuschauerin. Ich habe irgendwie beobachtet. Ich kann das wissen, das ist eigentlich schon länger als ein Jahr. Habe immer nur zugeguckt und habe trotzdem nicht angefangen, okay? Ich wurde immer angeschrieben, draußen wurde ich angeschrieben, wurde angesprochen und so. Und ich dachte mir immer so, ey, nerv mich doch nicht mit dem Ganzen. Ich wurde einfach nur genervt, okay? Und ich wurde dann für eine Woche vielleicht so in Ruhe gelassen, so. Dann kam ein Joshua, okay? Und auf den, ich muss nicht mal so über Joshua reden, weil ihr kennt ihn so. Wenn ich Joshua sage, ihr seid schon dieses ja? Und dieser Junge, ne, hat mich fast länger als 6 Monate lang jedes Mal angerufen, mich auf Teamcalls eingeladen, auf dies, auf das und so. Und er hatte mich sogar fast kurz, ja? Ich war wirklich so kurz davor, wirklich zu starten und so. Aber da kam wirklich so wieder dieser Moment, wo ich dachte, ey, nein, nerv mich nicht. Und da habe ich wirklich angefangen, so. Dann hat er mich in Ruhe gelassen, so. Ich sehe auf meiner For You-Page immer irgendwas über Trading, über das, über I am, Business, dies und das. Und ich dachte mir so, warum ist es immer auf meiner For You-Page? Ist es irgendwie ein Zeichen, dies und das? Und dann habe ich irgendwann Evans kennengelernt, okay? Und das Ding ist, Evans musste mich nicht darauf aufmerksam machen, sondern ich habe ihn geschrieben. Einer auf so, ey, was machst du eigentlich? Dies und das hat er mir das Ganze erklärt, ja? Er hat mir wirklich das Ganze komplett nochmal gezeigt und so. Dann wurde ich langsam wach. Ich wurde auf eine andere Art und Weise wach, ja. Und ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, ne, die einfach so die gleichen Ziele haben wie ich im Leben. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, like, wo war ich? Like, habe ich so lange geschlafen? Like, ich habe eine Leslie kennengelernt, ne, die mich hier herzlich aufgenommen hat, ja. Die hat mir den Weg gezeigt, genauso wie Evans. Die haben mir den Weg gezeigt und sind mit mir diesen Weg gegangen und werden immer noch mit diesem Weg gehen, ja. Mhm. Und es gilt nicht nur für Evans und für Leslie so, es gilt für jeden Einzelnen hier drin, mhm, ne, weil wir werden zusammen durch, ey, wir werden das Ganze komplett auseinandernehmen, ich sag euch so, ja. Und deswegen, ich will mal diesen Call so den Wake-up-Call nennen, weil ich glaube, wir sind alle so ein bisschen noch ein bisschen am Schlafen. Wir sind doch alle noch nicht diese Red. Und es gibt hier so viele Menschen, die von diesem ganzen Game noch keine Ahnung haben. Like, als ich meinen Flyer gepostet habe, ne, Menschen haben mir geschrieben, einer, ey, hast du ein Musikvideo begonnen? Haben die jetzt Geld gewonnen? Was ist das? So, die wissen noch nicht davon. Ich dachte mir so, was mache ich falsch? Weil das sind so Menschen, die um meine Umgebung hier sind. Ne? Ich habe mir so, wieso wissen die noch nichts von dem Ganzen? Was habe ich hier falsch gemacht? So, deswegen weiß ich, es ist meine Chance jetzt, ja, hier diese Menschen das Ganze zu zeigen. Deswegen sage ich so, ich werde Mannheim sowas von wiederbeleben. Ja, aber das Ding ist, ne, wir müssen alle hier langsam wach werden. Das Ding ist, die meisten von uns sind schon ein bisschen wach, aber wir sind noch nicht diese wach, okay? Und es ist heute nicht irgendwie gestern oder nicht in einer Stunde oder in 2 Stunden Zeit aufzustehen. Es ist jetzt Zeit aufzustehen und wach zu werden, die Leute zu zeigen, wer wir sind. Weil ich habe lange geschlafen, ich hab nicht so gut geschlafen, aber jetzt bin ich aufgestanden und ich werde sowas von dem Game auseinandernehmen, ja? Und das Ding ist, viele Menschen, ja, wir sind immer noch ein bisschen am Träumen, ja? Es ist gut, dass wir wirklich groß träumen, dass wir große Ziele haben und so, aber was bringt es, wenn diese Träume einfach nur so gute Bilder in so einem Kopf sind? Sag, wieso fangen wir nicht an, dass diese Träume zu verwirklichen, ja? Wir müssen anfangen, wirklich für unsere Träume zu kämpfen, unsere Träume in Erfüllung kommen zu lassen. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist dafür was zu tun. Wir müssen einfach nur was dafür tun, ja? Let's just fight for our dreams and let our dreams come true. Und wir müssen nur was dafür tun. Ich finde sogar gereimt auf B, ja? Deswegen, ich bitte euch alle, ne? Weil, guck mal, ihr habt diese Möglichkeit, hier zu sein. So viele kennen das eben gar nicht, aber wir haben diese Möglichkeit, hier zu sein. Und das ist auch jetzt unsere Zeit, dieser ganzen Welt zu zeigen, wer wir sind. Ich sag euch ehrlich so, ne? Weil wir waren zu lang am Schlafen. Es ist Zeit, wirklich, ey, es ist einfach Zeit, aufzustehen, ja? Nicht nur ich muss langsam aufstehen, ihr müsst alle draußen aufstehen und auch eure ganzen Freunde und Familie müssen langsam aufstehen, weil, wie schon Elvis gesagt hat, ich habe schon meinen Geschwistern gezeigt, aber das reicht nicht. Das sind meine Geschwister, aber das reicht nicht. Wir sind eine Familie und müssen diese Welt wirklich zeigen, wie wir sind, ja? Und genau, noch ein wichtiger Punkt, was mich auch manchmal ein bisschen so nervt, ne? Ihr kennt das selber so, ne? Ihr redet mit einer Person so, ihr sagt zum Beispiel, ey, wir müssen mal zu Malediven, wir müssen mal eine Villa kaufen, dies und das und so. Und diese Person sagt immer, ja, Traum, Traum, schon Traum. Wieso Traum? Wieso immer Traum? Wieso kämpfen wir nicht dafür? Wieso wachen wir nicht langsam auf? Wir müssen aufhören, immer zu sagen, Traum. Genauso wie unsere Vision Board. Es bringt doch nichts, wenn wir eine Vision Board haben und nichts dafür tun. Es bringt doch nichts, wenn wir einfach diese Vision Board angucken und denken, ja, Mann, wir müssen dafür was tun. Angucken bringt nichts im Leben, ja. Wir müssen anfangen, Dinge zu erreichen, Dinge näher zu kommen, ja. Und deswegen, ich werde heute auch gar nicht so viel reden. Ich habe auch nicht so viele Daten zu äußern. Ich weiß ja, viele erwartet so. Aber ich hoffe, dass ihr damit ja ein bisschen wach geworden seid, weil ich bin wach. Und die Frage ist einfach, bist du wach? Und ich glaube, ihr seid schon diese wach, ja. Deswegen, ich danke jedem Einzelnen, der hier auf diesem Team-Call ist. Ja, ich danke auch
jeden Einzelnen, der I am ist, ja, der mich so weit gebracht hat, mir diesen Mindset gegeben hat, weil davor, ich war wirklich so diese, ich kannte die Welt nicht so richtig, okay? Und seitdem, ne, mein Mindset, so andere Dinge, das hat sich so verändert. Und ich danke einfach nur euch dafür, ja? Deswegen, ich weiß, together we are going to the top. Und das war's. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hey, Leute, drop some diamonds in the chat for Tracy. Hey, sie hat mich genervt die ganze Zeit. Sie wollte nicht speaken, ich kann das nicht, bla, bla, bla. Und jetzt kommt sie hier hin und droppt so ein Part. Oh my days. Ey, manchmal kann ich nicht glauben, was für Power Ladies hier wir am Start haben. Das ist komplett geisteskrank. Ey, Tracy, much love. Heftig, heftig, heftig fürs erste Mal, Leute. Erste Mal. Komplett abgefuckt. Crazy. Drop noch einmal some diamonds in the chat for Tracy. Und nochmal Congrats für dein P150. So, Leute, ich glaube, wir sind langsam ready für den Endgegner. Ich check mal ab, ob er hier ist. Der ist da. Der ist da. Guck mal, ich sag euch, Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich habe in I Am hier bei Retired Young, habe ich drei Leute, die ich wirklich so richtig mag, wenn die speaken sollen. Ne? Meine drei Lieblingsspeaker. Und unser Special Guest heute ist einer davon. Der Special Guest heute ist einer davon, weil wenn er speakt, alles, was er sagt, geht unter die Haut. Alles, was er sagt, geht wirklich unter die Haut. Und das ist nicht so einfach irgend so ein Gelaber oder so. Das ist wirklich Real Talk. Das ist wirklich einer meiner Top-Speaker hier bei Retired Young. Nicht nur Top-Speaker, sondern einer der Top-Leader hier in ganz Retired Young. Und zwar ist das Mustafa Saladine. Der ist kurz, almost P5K. Aber ich sage euch, wie es ist, Leute. Ich glaube, wenn ihr wüsstet, wie der Typ aussieht, der sieht auch schon wie Chairman 500. Deswegen, ich weiß ganz genau, der Chairman 10, der Chairman 25 ist already on the way. Und Mustafa ist ein Typ, ich kenne ihn schon seit Callcenter-Zeiten. Wir haben damals zusammen in ein Callcenter, dieser Callcenter ist legendär, weil jeder hat dort gearbeitet, ein Joshua, ich, ein Mustafa, ein Thiago, ein Danish, ein Irfan, wir haben alle dort gearbeitet und ich war da, ich habe meine Calls gemacht und da kam Mustafa und Irfan und da haben gesprochen, ey, wir machen das, das sind unsere nächsten Pläne, wir machen das, da, da, da. Die hatten Sachen im Kopf, ich habe die zugehört und ich dachte, Jungs, was labert ihr da? Die haben Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe damals. Die haben schon im Callcenter, haben die so geredet, wie die jetzt reden. Das kam nicht einfach so, die waren schon seit Tag 1 am Start und haben seit Tag 1 groß gedacht. Und das ist eine Sache, warum ich diesen Mann hier sehr, sehr respektiere und wirklich einer zu meinen Mentoren geworden ist. Und ich freue mich behindert auf seinen Part, Leute. Wie gesagt, das ist einer der heftigsten Speaker hier auf Retired Young. Den habe ich hier heute auf den Call geholt. Wenn ihr nicht Stift und Zettel habt, dann respektiert ihr euch nicht. Das geht nicht. Und eure Camps müssen an sein. Weil dieser Part wird komplett crazy. Ey, Mustafa, ich danke dir, dass du am Start bist. Okay? Ich gebe dir das Ganze ab. Let's get it. Let's go, let's go. Ey, drop mal eben eine 1 in den Chat, wenn man mich gut hören kann und gut sehen kann. Let's go, let's go, let's go. Ey, Evans, Bruder, danke für die Worte. Wirklich, Bruder, sehr, sehr dankbar dafür. Dankbar auch hier auf den Call zu sein. Ja, es sind auf jeden Fall einige am Start. Geil. Ey, ja, Mann, guck mal, Leute, ne? Ich will auch nicht jetzt irgendwie über mich jetzt irgendwie was reden oder so. Ich habe einfach überlegt, über was kann ich irgendwie sprechen. So die meisten Leute, die mich kennen, die wissen so, ja, Evans hat es so ein bisschen angedeutet, ich spreche sehr oft gerne über den Glauben, über Gott und all diese Sachen, aber ich dachte mir so, ey, was gebe ich euch diesmal mit? Und schreibt euch das auf, Leute, habt wirklich was zu schreiben, weil das, was ihr schreibt, schreibt ihr nicht für euch selber, auch nicht für Evans, auch nicht für mich, ich schreibe das für eure zukünftigen Teampartner, okay? Ich habe einfach überlegt, ich gebe euch einfach mal so ein paar Punkte mit, wie du wirklich selber Superstar in diesem Business wirst. Ja, wie wirst du Superstar in diesem Business? Schreibt euch das auf. Ja, Step by Step. All diese Punkte. Wie wirst du Superstar in diesem Business? Guck mal, Leute, jeder will einen Superstar in diesem Business haben, aber hast du dir einmal Gedanken gemacht, wie du selber einer wirst? Wir reden immer davon, dass wir Superstars anziehen wollen. Dass wir Superstars in unserem Business anziehen wollen. Aber versuch doch mal selber einer zu werden. Weil es heißt, es muss ja nicht immer heißen, dass du von Anfang an ein Superstar irgendwie sofort bist oder so, sondern oft wirst du erst zu einem Superstar. Okay? Weil guck mal, Leute, wenn du als Unternehmer in diesem Business durchstarten willst, dann geht es nicht einfach nur darum, was du jeden Tag machst oder irgendwie die Skills oder die Umsetzung, wie viel Präsentation oder wie viel Trades du setzt oder was auch immer. Es geht darum, mit welchen Menschen du am meisten Zeit verbringst. Das ist eigentlich der wahre Key. Weil schaut euch mal die ganzen Bremer an. Evans und die ganzen Jungs, er hat es gerade schon angesprochen.
Der einzige Grund, warum in Bremen hier sowas entstanden ist, ist, weil wir alle immer zusammen waren, die richtigen Menschen, alle umgeben mit den richtigen Menschen. Deswegen ist ein Makado gerade Champion. Es sind, ganz kurz, es sind nicht die Skills. Okay, ich muss mal hier mein Telegram beenden. Es sind nicht immer nur die Skills. Dein Umfeld, aktuell, schreib dir das auf, dein Umfeld hat aktuell den meisten Einfluss auf deinen Erfolg. Aktuell hat dein Umfeld den meisten Einfluss auf deinen Erfolg. Wenn du einen Irrfan Mr. Change fragst, wie bist du P5 gegangen, wird er dir sagen, mein Umfeld. Glaubt es mir, fragt ihn, er wird dir sagen, mein Umfeld. Und wenn du selber gerade an dem Punkt bist, wo du nicht das richtige Umfeld hast für dein Wachstum, dann erschaff dir dieses richtige Umfeld aus dir selber heraus. Das heißt, geh, wenn du siehst, ey, die ganzen Teampartner chillen gerade an dem und dem Spot, dann fahr dahin. Nicht erst darauf warten, dass ein Event stattfindet und dann, sondern ergreif selber diese Eigeninitiative, um dahin zu fahren, wenn du nicht dieses Umfeld gerade hast. Okay? Weil guck mal, Leute, ab dem Zeitpunkt, wo du PayNow gedrückt hast, als du dieses Business gestartet bist, hast du ein neues Kapitel aufgeschlagen, ein neues Buch. Die Frage ist, wie schreibst du dieses Buch? Ja, schreibst du es voll oder hat es Lücken? Ja, Lücken sind zum Beispiel, wenn du jemand bist, der die ganze Zeit die Dinge aufschiebt. Wie schreibst du dieses Buch? Du hast ein neues Buch aufgeschrieben, nicht irgendwie ein Hobby angefangen. Guck mal, jeder will Chairman. Drop mal eben eine 2 in den Chat, wenn du Chairman gehen willst. Jeder will Chairman gehen. Aber was viele vergessen, ich glaube, Maka, du hast auch mal gesagt, was viele vergessen ist, dass jeder schon Chairman ist. Du musst dich nur fragen, welche Art von Chairman suchst du dir aus? Was meine ich damit? Auf welchen Werten baust du deinen Chairman auf? Welche Menschen willst du jetzt schon inspirieren, damit du langfristig Chairman bist und mit diesen Menschen deine Orga führst? Weil du bekommst nur das, was du gibst in diesem Business. Du musst erstmal Zeit geben, um mehr Zeit zu bekommen, nicht andersrum. Du musst immer am Anfang mehr Zeit geben, um mehr Zeit zu bekommen. Aber häng auch nicht zu sehr in der Zukunft. Ich sehe das oft, viele Teampartner hängen immer sehr krass in der Zukunft. Bro, deine Gedanken, ja, Schwester, Bruder, deine Gedanken können deine Zukunft erschaffen, aber auch zerstören. Wenn du zu sehr die ganze Zeit in deinen Gedanken in der Zukunft gefangen bist, das kann dich komplett auseinandernehmen. Sei auch mal im Jetzt. Sei einfach mal im Jetzt. Dann ist ein wichtiger Punkt, wie du auch Superstar wirst, dass dein Boden in diesem Business fruchtbar sein muss. Dein Boden muss fruchtbar sein, weil nur so können deine Teampartner wachsen. Ja, das Fundament muss wirklich solide sein. Was meine ich zum Beispiel? Ein Fundament könnte sein, dass du sagst, ich baue mein Business als Fundament mit Gott auf. Wenn du dein Business mit Gott als Fundament aufbaust, dann wachsen deine Teampartner. Glaubt es mir, ich mache es so. Ich baue das Business komplett mit Gott als Fundament. Das ist ein fruchtbarer Boden, als Beispiel. Und ich spreche das auch kurz an, ey, ich weiß jetzt nicht, was für Leute hier auf dem Teamcall sind, aber ich kann mir jetzt so eigentlich denken, wir sind eigentlich alle so gleich. Aber wie sehr hat Gott Bezug in deinem Leben, in deinem Business? Wie sehr hat Gott Bezug in dein Leben und in deinem Business? Weil wenn du Gott nicht kennst, wirst du viele Struggles im Business haben. Wenn du Gott nicht kennst, wirst du zu 100% viele Struggles im Business haben. Wenn du Gott kennst, wirst du nicht Struggles haben, du wirst Prüfungen haben. Prüfungen, ja, das sind Dinge dann, wo Großes auf dich wartet. Aber nicht Struggles. Prüfungen sind keine Struggles. Verwechselt das nicht. Leute, wir sind in einem Multimillion-Dollar-Business. Hol dir, was dir zusteht. Ich schwör's euch, hol dir, was dir zusteht. Wenn du nichts zu verlieren hast, dann wirst du auch alles bekommen. Das ist das, was die Bremer damals gemacht haben. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir saßen damals im Callcenter. Ja, 100%. Aber irgendwann haben wir gesagt, ey, wir setzen alles auf die Karte. All in. Reicht langsam. Evans weiß genau, wovon ich rede. Weil wir einfach nichts mehr zu verlieren hatten. Wie lange kannst du warten, um deine Ziele zu erreichen in diesem Business? Guck mal, ich warte lieber 10 als 40 Jahre. Ein weiterer Punkt, Leute. Schreibt euch das auf. Log in to the mentor. Such dir einen Mentor in diesem Business und schau, wie sein Prozess war. Das heißt, rufst ihn an, stellst Fragen. Joshua sagt es auch immer, die meisten sind too much Mentor, aber zu wenig Student. Wenn ihr euch einen Evans anguckt, einen Abel, das sind alles Jungs, die sind so krass coachable. Wenn jemand da ist, der da ist, wo sie hinwollen, sie hören einfach nur zu und schreiben mit.
weil sie verstanden haben, wie das ganze Game verläuft, wie das ganze Game abläuft. Wünsch dir immer nur, dass du besser wirst, nicht, dass es einfacher wird in diesem Business. Du musst einfach verstehen, wie dein Handwerk funktioniert. Okay? Klar, man sagt, ey, hab die Geduld, dies, das, wir brauchen Geduld. Ja, guck mal, hab die Geduld, aber tu jeden Tag die nötigen Dinge. Gott kennt deine Absicht. Wir können uns nicht selber anlügen und sagen, ja, meine Zeit kommt noch, ja, meine Zeit kommt noch. Das ist gerade nicht meine Zeit. Geduld. Immer dieses, womit man sich selber rüsten will und schützen will vor irgendwie Konfrontation, damit keiner sagt, okay, du machst nichts. Ja, meine Zeit kommt noch. Oh ja, du kennst den Spruch, deine Zeit kommt noch, aber bist du dann noch da, wenn deine Zeit da ist? Bist du da, wenn deine Blütezeit gekommen ist? Und fang an, dich auf deine Stärken zu fokussieren. Wenn du die, guck mal, Leute, wenn ihr euch vergleicht, oder wenn du dich vergleichst, vergleichst du deine Schwächen mit den Stärken von anderen. Wisst ihr, wie tödlich das für euch selber sein kann? Fokussiere dich auf deine Stärken. Niemals vergleichen, Leute, das ist der Tod. Und klar, irgendwo ist es auch Prozess. Fähigkeiten brauchen Zeit. Das ist ganz normal. Das Business braucht irgendwo auch Zeit. Das ist vollkommen normal. Prozess, Leute, ist das Wichtigste. Aber du kannst den Prozess nicht faken. Niemals. Gott sieht das alles. Und es gibt es die Menschen, die darauf warten, dass zum Beispiel Gott die Situation ändert oder die irgendwie Dinge in dein Leben schickt, damit es einfacher wird oder damit irgendwie dein Business zum Beispiel besser läuft. Warte nicht darauf, dass Gott deine Situation ändert oder Gott die Menschen schickt, die deine Situation ändern, sondern Leute, nimm die Action und tu es selbst. Bei uns sagt man, also Gott sagt, Gott ändert den Zustand, in dem sich ein Volk befindet, nicht ehe sie sich selbst verändert haben. Erst dann. Leute, guck mal, ich gebe euch mehrere Punkte mit, aber das sind die Punkte, die teilweise mich an den Punkt gebracht haben, wo ich gerade stehe, die einen Evans an den Punkt gebracht haben, wo er gerade steht, die ganzen Champs, die ganzen Uplands, das sind die Punkte. Fang an, deine Wahrnehmung in diesem Business zu erhöhen, sei achtsam, wenn Dinge passieren. Jede Sekunde ist dein größter Mentor, wenn du achtsam bist. Du kannst von jeder Sekunde was lernen. Du musst nur die Wahrnehmung haben, um die Dinge wahrzunehmen, wenn irgendwas passiert. Und ich weiß, es gibt welche, die sich denken, ey, boah, so man sieht die Chairmans, man sieht ein Makarus Chairman 10 und die wenigsten kennen diesen Prozess. Ja, die wenigsten kennen den Prozess, die solche Menschen durchgemacht haben. Okay, ich nehme mich mal raus. Ich rede jetzt von einem Makarus, von den P5s, von den Chairmans, von all diesen Menschen, die da sind, wo wir hinwollen. Die wenigsten kennen diesen Prozess. Leute, ihr müsst mal eine Sache euch wirklich merken. Das gibt euch immer diese Hoffnung und dieses gute Feeling für dieses Business. Jeder Sänger hat mal mit einem Zuhörer angefangen. Jeder Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat und das verkauft hat, hat mit einem Leser angefangen. Jeder Influencer hat mal mit einem Zuschauer angefangen. Jedes Business fängt mit einem Customer, mit einem Sign-up. Die einzige Fähigkeit, die du dir merken musst, ist zu vertrauen, zu glauben und durchzuziehen. Das sind die einzigen drei Dinge. Du musst einfach mal diesem Kapitel, was du hier aufgeschlagen hast, vertrauen, weil du den Autor kennst und das ist Gott. Das ist das Ding, Leute. Was sind die Zeichen, die du jeden Tag bekommst? Warum siehst du das, was du gerade siehst? David Immunite sagt immer, erst kommen die Zeichen und dann die Wunder. Hier im Business, Leute, scheitert es an drei Dingen. Okay, ich muss kurz auf die Zeit achten. Hier im Business, Leute, scheitert es an drei Dingen. Okay, ich sage immer, du kannst in diesem Business nicht scheitern, aber wenn du wirklich an den Punkt kommst, wo du quittest, dann hat es nur an drei Dingen gelegt. Der Fleiß, schreibt euch das auf, Fleiß, die Angst und Wissen, mehr nicht. Weil wir haben heutzutage so eine Leistungsgesellschaft, die nicht stark ist. Was meine ich damit? Die meisten starten etwas, sei es ein Business, eine Beziehung. Ja, ein Business oder eine Beziehung mit einem Partner oder was auch immer. Sie starten etwas und scheitern am zweiten Tag. Oder scheitern, sobald die erste Ablehnung kommt. Scheitern, sobald der erste Streit kommt. Heutzutage kann man bei solchen einfachen Dingen, bei solchen Businessmodellen, die wir haben, kann man nur an sich selbst scheitern. Entweder, weil man nicht auf das hört, was die Upline sagt, oder weil man nicht bereit ist, die Komfortzone zu verlassen. Weil es gibt 100 Ausreden, warum etwas nicht funktionieren kann. 100 Ausreden gibt es. Geh mal raus aus diesem verblendeten Modus. Fang mal an, automatisierte Dinge zu tun. Durch Wissen, nicht so viel zu überlegen. Ey Leute,
guck mal, wenn ich Fußball spiele, dann muss ich nicht überlegen, wie ich den Ball jetzt kicke. Es passiert einfach automatisiert. Stellt euch mal vor, und jeder, der mal irgendwas gemacht hat, sowas vielleicht in Sport geht, stellt euch mal vor, ihr müsstet immer überlegen, wenn ihr irgendwie den Ball spielt. Okay, der Ball kommt gerade, ich muss ihn jetzt spielen. Du überlegst, wie du den Ball spielst. Du wirst ihn verkacken. Es geht schief, weil du nicht im Flow bist. Weil du anfängst zu überlegen. Hör einfach, guck mal, Leute, was schief geht, geht schief. Wenn jemand euer Business verlässt, dann ist es so. Wenn ihr einen Trade Stop Loss gibt, dann ist es so. Okay? Ich glaube, jemand ist nicht auf Stopp. Wir sind zu sehr, Leute. Guck mal, was soll ich gerade sagen? Guck mal, Leute, diese Generation heutzutage, und das ist voll schade, das hat mir mein Vater letztens auch gesagt. Mein Vater hat mir gesagt, diese Generation heutzutage ist zu schnell im Aufgeben. Das ist so diese Gewohnheit des Aufgebens. Das ist in Europa richtig stark. Wenn ihr mal in unsere Länder geht, da geht es nicht weiter, wenn man aufgibt. Aufgeben ist da gar keine Option, weil wenn du aufgibst, dann bist du am Arsch. Hier in Europa, wenn du aufgibst, du hast noch A, B, C, D bis Z Optionen, um irgendwie was zu machen. Diese alte Generation, Leute, die ist aus richtig hartem Holz gemacht. Wir sind voll soft, ich schwöre auf alles. Das ist diese komische Mentalität, die in Deutschland und Europa sehr, sehr krass noch da ist. Lass mal den Löwen aus dir raus. Du bist hier in Deutschland und sperrst dich selbst in einen Käfig, obwohl du ein Löwe bist, der frei sein sollte, der sich seine Beute holt. Und das fängt bei IAM zum Beispiel ein Ding an, wie sehr kennst du die Firma? Wie sehr kennst du IAM? Weißt du überhaupt, wo IAM in ein, zwei Jahren hingeht? Wisst ihr eigentlich, dass IAM Bereiche freischalten wird, wie zum Beispiel den Immobilienbereich, wo Leute die Möglichkeit haben, in diesem Bereich bei uns aufzubauen? Weißt du das gerade in diesem jetzigen Punkt über IAM? Wenn nicht, kennst du die Firma viel zu wenig. Du musst das Produkt und IAM und all das drumherum in- und auswendig kennen. Schreibt euch das auf. Be a respected professional. Strebt mal danach. Und vergeh mal raus aus dieser Ich-kann-alles-Haltung. Ich kann das schon. Maka, du sagst doch auch immer, du musst wissen, dass du nichts kannst. Okay? Weil es geht hier nicht um uns, Leute. Und Gott kennt wirklich unsere Absicht. Gott weiß, mit welcher Intention wir dieses Business gestartet sind. In dem Sinne, ich muss in 6 Minuten auf dem Closing. Hat mich auf jeden Fall extrem, extrem gefreut. Evans, Bruder, danke auf jeden Fall. War mir echt eine Ehre, Leute. Wenn niemand von euch irgendwie mal Support braucht oder Connection oder so, ich bin auf jeden Fall am Start. Also schämt euch nicht so, alles auf easy. Wir sind alles ein Fam. Okay, in dem Sinne, ich bin auf jeden Fall raus. Schöne Grüße und let's go. Boah, Leute, was habe ich euch gesagt? Ich habe euch doch gesagt, seine Parts gehen unter die Haut. Seine Parts gehen wirklich unter die Haut. Ich hoffe, ihr habt wirklich mitgeschrieben. Ich habe übertrieben viel mitgeschrieben, weil dieser Part war wirklich geisteskrank. Geisteskrank. Markiert ihn wirklich in eure Stories oder so. Connectet euch mit denen auf Instagram, Mustafa Saladin. Der ist da auch ein Big, Big Baller auf Instagram. was ich euch noch raten kann, ist, wir haben diese ganzen Speaker gehört, Leute, connectet euch mit deiner Leslie, connectet euch mit deiner Tracy und so weiter und so fort, weil diese Leute haben Sachen, die euch vielleicht jetzt fehlen. Deswegen connectet euch wirklich untereinander und tut euch selber diesen Gefallen. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen, ihr habt alles mitgeschrieben. Drop mal Amazon Diamonds in the Chat, wenn du heute was mitnehmen konntest, wenn dir dieser Teamcall, Leute, gefallen hat, weil der nächste Teamcall wird auch komplett abgefahren sein. Aber Leute, vergiss nicht, es richtig zu promoten. Okay, weil wir können diese Team-Calls noch viel, viel, viel voller kriegen als jetzt, weil wir sind jetzt 42 Leute in der Gruppe, sind wir über 118 oder so. Deswegen lass uns den nächsten Call auf jeden Fall richtig, richtig, richtig promoten, damit wir das richtig voll kriegen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, hat mich sehr gefreut. Macht euch einen schönen Abend. Let's get it. Stay blessed, fam.